Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.0. Und ich habe meinen neuen Laptop bekommen jetzt, bin also wieder online, nachdem der alte ja sich verabschiedet hatte und kann also hier wieder einige Videos machen. In letzter Zeit haben mich ein paar Mails erreicht und die Fragen hatten zur Erstellung von Ordnern unter Linux, zu dieser Ordnerstruktur und wie man da das eine oder andere einbindet. Das sind teilweise Trivialfragen gewesen. Ich werde es trotzdem heute mal zeigen, aber bitte lasst diese Fragen hier an dieser Stelle. Es geht hier hauptsächlich um KiCad und nicht um das Erstellen von Ordnern von Linux. Wer sowas wissen möchte oder da Hilfe braucht, wende sich bitte an andere Foren, da gibt es genügend im Internet oder macht einen VHS-Kurs. Ich zeige es heute noch einmal hier für Linux, aber in Zukunft werde ich auf solche Mails nicht mehr eingehen. Nächster Hinweis, wenn ihr euch das Tutorial anschaut und ihr schaut euch meinethalben den Teil 5 an und habt eine Frage, dann nicht gleich zum E-Mail-Programm greifen und mir eine E-Mail schreiben und dann fragen, weil da eine Frage aufgetaucht ist, sondern bitte erstmal das ganze Tutorial anschauen. Es kann durchaus sein, wenn ihr im Teil 5 eine Frage habt zu irgendeinem Problem, dass die vielleicht im Teil 6, 7 oder 8 dann von selbst beantwortet wird, weil ich es da zeige. Also nicht immer gleich zum E-Mail-Programm schreiben und hier Mails schreiben, die ich dann auch beantworte. Das hält mich auch nur auf und muss nicht sein. Ja, also bitte erst zu Ende schauen und dann Fragen stellen. Ja, das dazu. Dann als nächstes hat mich erreicht eine ganze Menge Fragen zum Thema GitHub. Auch da bitte, ich hatte das auch schon mehrfach angesprochen. Leute, macht euch eure Footprints und eure Symbole lieber selber. Ihr behaltet den Überblick, ihr habt dann am Ende auch nur die Symbole, die ihr wirklich braucht. Und ihr übt damit auch den Umgang mit KiCad. Und letztendlich ist das viel, viel schneller, wenn man das einmal kann, ein Symbol zu erstellen oder einen Footprint zu erstellen, ehe man da irgendwo erst stundenlang in Google in irgendwelchen Repositories sucht, um dann das richtige Bauteil zu finden und zum Schluss vielleicht festzustellen, dass der, der es anbietet, trotzdem einen Fehler gemacht hat, ja, und die ganzen Maße nicht passen, so wie mir es neulich mit einem Relais passiert ist. Lasst es lieber bleiben, macht es selber. Ich zeige euch heute zwar das Einbinden dieser GitHub-Repositories, aber es gibt mittlerweile so viele Repositories, dass ihr da wenigstens an die 30.000, 40.000 Symbole nebst Footprints zusammenbekommt und ihr seht am Ende einfach nicht mehr durch. Auch das Laden der Bibliotheken, wir werden es nachher gleich sehen, wird immer länger und dauert immer länger. Das heißt, das Arbeiten an sich wird immer ineffizienter. Also bitte Vorsicht mit diesem, ich binde da ein ganzes Repositories ein, dann habe ich da gleich mal 40.000 Footprints und dann bin ich glücklich und brauche nicht keine eigenen mehr zu erstellen, weil ich zwei linke Hände und 10 Daumen habe. Das bringt nichts, ja, und führt nur zu Frust und am Ende geht die ganze Sache schief. So, ich möchte euch heute noch mal kurz im Linux das Erstellen dieser Ordnerstruktur hier zeigen. Ich mache mal hier den Dateiexplorer auf. Oftmals ist diese Seitenleiste hier ausgeblendet. Mit der Taste F9 kann man die ein- und ausblenden. Alternativ hier über Ansicht Seitenleiste kann man hier den Haken setzen. Und ihr solltet hier auswählen Orte. So, ich bin jetzt hier in meinem Home-Ordner und ihr seht, ich habe jetzt hier die wichtigen Ordner, nämlich FreeCAD, KiCad und den Arduino-Ordner, erstens mal ein bisschen farblich anders gestaltet und mit so einem kleinen Symbol versehen. Wie machen wir das? Rechtsklick, neuer Ordner anlegen und ich nenne den jetzt hier einfach mal KiCad 1. Dann haben wir hier also diesen stinknormalen grünen Ordner, der aussieht wie alle anderen. Macht sich nicht gut, wenn man hier mal schnell irgendwo hinklicken muss, muss man dann erst suchen, wo ist er denn? Und wir können das hier farblich ändern, indem wir hier Rechtsklick machen und nutzen hier einfach mal die Farbauswahl, gehen hier einfach mal drauf. Dann haben wir hier so einen schönen rosa Ordner und wenn ich hier nochmal drauf gehe, Eigenschaften, dann können wir hier ein Emblem vergeben, was weiß ich, wichtig von mir aus. So, ihr seht jetzt hier, damit hebt sich dieser Ordner natürlich deutlich von den anderen ab. Und ihr könnt jetzt schnell an dieser Stelle hier reinklicken und seid dann schon in diesem Ordner. Wie mache ich denn jetzt hier auf der linken Seite in der in dieser Ordnerstruktur verfügbar? Ganz einfach, ich klicke ihn an und ziehe ihn hier rüber. Ihr seht hier so eine kleine Linie wahrscheinlich und dann kann ich ihn hier
ablegen und damit ist er hier eingefügt und ich kann jetzt, egal wo ich mich im Dateisystem bewege, kann ich jetzt also hier aus meinem Dateisystem heraus wieder sofort in diesen Ordner hineinwechseln und bin dann schon in dem Ordner drin. Genau das gleiche hier für KiCad und dann sehen wir da schon unsere KiCad-Ordnerstruktur und hier die FreeCAD-Projekte. So, ich gehe mal wieder nach oben. Moment, ich schmeiße den mal hier raus und ich werfe auch den Ordner hier raus aus dieser Ordnerstruktur. Hiermit gezeigt. Ich denke, das genügt an dieser Stelle. Im KiCad-Ordner, dann unterhalb des KiCad-Ordners, solltet ihr euch folgende Datenstruktur erstellen. 3D für 3D-Modelle, hatte ich auch schon im Tutorial gezeigt. Dann den Ordner Datasheet, wo alle Datenblätter hineinkommen, die ihr in eigenen Footprints und Symbolen hinterlegen könnt, um dann auch schnell darauf zuzugreifen. Auch das hatte ich alles schon in verschiedenen Tutorials ausführlich gezeigt. Den Druckordner für PDFs zum Ausdrucken, beziehungsweise der Gerber-Ordner, kann man auch hier theoretisch die PDFs reindrucken. Zumindest hier die Gerber-Files ablegen, um die dann für die PCB-Produktion schnell zur Verfügung zu haben. Diesen Ordner sollte man sich erstellen, hatte ich auch schon gezeigt. Dann ganz wichtig der LIP-Ordner, wo meine eigenen Bauteil-Footprints drin liegen und natürlich auch meine Symbole. Dann haben wir den Projektordner. Hier sind die ganzen Projekte drin, die man erstellt oder die man dann macht. Da wird ja immer ein eigener Ordner angelegt. Und hier sollten dann die Projekte drin liegen. Den Template-Ordner mit der Grundvorlage, auch das hatte ich schon gezeigt, wozu das gut ist, habe ich auch hier hinterlegt, liegt also drin. Und hier oben das FreeRouting.jar-Paket zum Routen von Leiterplatten. So, das war jetzt die Ordnerstruktur und jetzt geht es weiter mit unserem GitHub. Schritt 1 zum Einbinden von GitHub Footprints. Als erstes müssen wir auf github.com gehen und geben hier oben in der Suchleiste KiCad ein oder man kann auch hier gleich direkt github.com/KiCad eingeben, dann kommt man auf diese Seite. Und hier seht ihr jetzt die Symbole, Footprints, 3D Packages, Templates, KiCad. Und wir gehen hier mal in die Footprints. Und wir sehen jetzt hier alle Footprints, die mitgeliefert werden. Das sind, wie gesagt, schon mehrere tausend. Im Prinzip sind es auch die, die bei der Installation von KiCad mit installiert werden, so ihr denn das angehakt habt bei dem Installationsdialog in Windows bzw. über den Paketmanager vom Linux. Dann werden die mit installiert, haben dann vielleicht aber nicht den unmittelbar diesen aktuellen Stand, der jetzt hier zu sehen ist. Jetzt gibt es zwei Wege. Ich beschreibe hier als erstes mal den Weg Nummer 1, die einfache Sache. Wir kopieren uns diesen Link hier oben, nicht diesen Link hier, diesen Download-Link, also Download-Zip bzw. diesen GitHub-Klon-Link, den bitte nicht, sondern einfach den hier oben aus der Browserleiste. Mit Steuerung C das Ganze entsprechend kopiert. So, nächstens, wir öffnen unser KiCad. Hier oben Einstellungen Verwalten von Footprint-Bibliotheken. Ich ziehe das jetzt hier mal größer. Na, komm her hier. So, wir sehen jetzt hier die globalen Bibliotheken, die hier schon alle eingebunden sind. Der Übersichtlichkeit halber, also ihr könnt das jetzt hier in die globalen Bibliotheken einbinden, dann habt ihr das in allen euren Projekten zur Verfügung stehen. Ich möchte jetzt hier mal an dieser Stelle zeigen als projektspezifische Bibliothek, deshalb wechsle ich mal hier oben den Reiter, dann ist das ein bisschen übersichtlicher zu sehen. Wir gehen hier unten auf das Plus-Symbol, eine leere Zeile hinzufügen und ich nenne das jetzt mal hier GitHub. Und wir haben jetzt hier den Bibliothekspfad. Hier fügen wir mit Steuerung V unseren Footprints, also unsere kopierte Linkadresse ein. Sehen wir hier. Und als Plugin-Typ haben wir jetzt hier hinten eine schnelle Auswahl. Haben wir hier
GitHub. Wir wählen hier GitHub aus als Plugin-Typ. Auch das ziehe ich nochmal etwas breiter. Wir zählen das hier aus, GitHub. Und wir bestätigen mit OK. Wenn ich jetzt meinen PCB-Editor öffne und hier in Footprints, ich mache es gleich mal hier auf dieser Stelle, auf Footprint hinzufügen gehe, füge den hinzu. Seht ihr schon, wie lange das jetzt dauert, diese ganzen Bibliotheken zu laden. Das habt ihr jetzt dieses Problem jedes Mal bei jedem Neustart, weil jetzt im Hintergrund der ganze Spaß vom Netz gezogen wird. Und ihr seht schon, wie ineffizient dann unter Umständen das Arbeiten werden kann. Jetzt haben wir diese Bauteile ausgewählt und wir sehen jetzt hier oben ganz schlappe 20.452 Footprints. Viel Spaß beim Suchen. So, ich ziehe es hier mal größer. Wir ziehen hier nach unten und ihr seht jetzt hier ganz unten das Repository GitHub eingefügt hier in dieses Bauteilelement. Wenn ich jetzt hier dieses kleine Dreieck klicke, habe ich meine gesamten Bauteile von GitHub hier eingebunden und ja, jetzt kann ich natürlich mir hier raussuchen, was ich denn brauche. So, da haben wir dann hier zum Beispiel 7 Segmentanzeigen verschiedenster Art und die kann ich dann hier als Bauteil einfügen. Ihr seht, das ist ein ziemlicher ineffizienter Weg und ich denke, das sollte man nicht unbedingt tun. Gut, ich schmeiße das hier mal wieder raus, gehe hier oben zurück auf meine Einstellungen, wir verwerfen und ich werde das jetzt hier wieder entfernen, einfach hier den Papierkorb nutzen, dann ist das hier alles wieder raus. Also so kann ich Bauteilbibliotheken einfügen. Schritt Nummer 1. Variante 2 sieht wie folgt aus. Ihr geht hier wieder auf github.com, zum Beispiel hier mal die Symbole auswählen, wer die downloaden möchte und man kann jetzt hier einfach einen ZIP-Ordner downloaden oder ein ZIP-File downloaden. Da ist das hier alles, was an Bibliotheken für Symbole vorhanden ist, gezippt und ich kann das hier runterladen mit OK bestätigen, dann wird das runtergeladen, das spare ich mir jetzt. Dann kann man das entsprechend auspacken. In diesem ZIP-File findet sich dann ein Ordner, der heißt hier KiCad Symbols Master und den kann ich dann in meinen Ordner lib hier mit einbinden oder ich kopiere mir dann nur die Symbolbibliotheken aus diesem ZIP, entpackten ZIP dann heraus, die ich auch wirklich benötige. Hatte ich ja bereits erwähnt, nicht so viel installieren, weniger ist da mehr. So, das ist die Variante 2. Drittens ist dann das Programm Git und das ist dann die Deluxe-Variante. Und ich habe mir dazu jetzt mal hier nur fürs Tutorial einen KiCad-Clone-Ordner eingelegt, in den ich jetzt gleich diese Repositories klonen werde mit dem Programm Git. Das möchte ich nicht hier in den Lib-Ordner machen, um nicht mir dadurch meinen Lib-Ordner zu versauen. Deshalb Übungskünstlichkeit hier KiCad-Clone-Ordner mal angelegt. Und ich wechsle ganz kurz hier auf die Konsole. Ich bin hier mit CD schon in diesen Ordner rein gewechselt. Wie ihr seht, hier ist er leer. Und als erstes müssen wir hier sudo apt-get install git ausführen. Dann wird das Programm Git aus den Repositories installiert. Bei Linux gibt es eine Setup-Exe, die man sich von github.com direkt runterladen kann und auch installieren kann. Dann hat man auch diese Git-Funktionalität. Dazu einfach mal den Herrn Google befragen. Enter. Dann werden hier die Abhängigkeiten geprüft. Und Git würde jetzt installiert. Bei mir ist es schon installiert, deswegen gibt es hier nichts zu installieren. Bei euch, wenn es noch nicht installiert ist, kommt dann hier so ca. 36 MB, die neu zu installieren sind. Und das bestätigt man dann mit Ja oder Yes. Und Git wird installiert und man kann es anschließend schon verwenden. So, wie klonen wir jetzt so ein Repository? Ich mache hier nochmal Clear und dazu machen wir Git Clone für ein komplettes Cloning. Und wenn ich jetzt hier meine Symbols habe, habe ich jetzt hier diesen Clone-Link, den das Programm Git braucht. Der endet auch hier mit .git.
Einfach hier auf Symbol kopieren klicken, dann liegt das Ganze in der Zwischenablage und wir wechseln wieder in die Konsole. Rechter Mausklick einfügen, Enter und die Symbole werden heruntergeladen. Das geht jetzt relativ schnell. Und als nächstes möchte ich euch gleich noch zeigen, wie man die Footprints runterlädt. Dann gehen wir hier in KiCad Footprints. Auch hier wieder klonen in die Zwischenablage, kopieren diesen Git-Link. Wir wechseln zurück in die Konsole. Auch das geht schnell. Und wir können jetzt hier mit der History, mit Pfeil nach oben, einfach eins zurückwechseln. Löschen den alten Git-Klon weg, den Link, fügen den neuen ein für die Footprints. Auch hier wieder Enter. Und das Ganze wird über das Programm Git von github.com nach Home User geklont in unseren Ordner KiCad Klon. Wenn das Ganze dann vonstatten gegangen ist, möchte ich euch zeigen, wie man das einbindet und vor allen Dingen, wie ihr in Zukunft ein Update dieses Klons durchführen könnt. Dazu mache ich hier mal ein neues Terminal auf. Ich lasse ihn mal hier im Hintergrund ein bisschen noch downloaden, die Footprints. Ich öffne das, mache das hier mal mit Steuerung Plus etwas größer, dass man schöner sieht. Ich wechsle wieder in meinen Ordner KiCad, KiCad Clone mit CD. Und ich gehe jetzt hier in den KiCad Symbols, der ja schon runtergeladen wurde. Und na, wir sollten natürlich CD vorher eingeben. Symbols. Wenn ich jetzt hier in diesem Ordner ein Git minus oder nein, Git Pull mache, ohne Minus, nur so, dann prüft Git jetzt diesen Klon ab und hätte sich jetzt auf der Webseite von github.com etwas geändert, würde er jetzt hier nur die Änderungen runterladen und mein Klon wäre damit wieder aktuell und ich muss nicht jedes Mal das gesamte Symbol-Repository runterladen. Er sagt natürlich jetzt hier bereits aktuell, klar, haben wir ja gerade runtergeladen, so schnell ändert sich dann auch nichts. Aber man kann da durchaus schon mal jede Woche oder jeden Monat mal vorbeischauen und sich die ganze Sache aktualisieren lassen. Dieses Git Pull macht vor allen Dingen dann Sinn, wenn man nämlich hier unseren dritten Partner herunterladen würde, nämlich die 3D-Modelle. Das mache ich jetzt nicht, das dauert nämlich ewig lang. Hier liegen richtig Menge Megabytes dahinter. Und macht das wirklich Sinn, dass man dann mit Git Pull nur das herunterlädt, was man auch wirklich, was sich wirklich geändert hat und nicht alles jedes Mal wieder runterzuladen. Denn dieser Ordner hier ist wirklich mehrere hundert Megabyte groß. Ich habe ihn hier noch nicht im Ganzen runtergeladen, sind über 23.000 3D-Elemente. Ja, wer es denn unbedingt braucht, kann sich das natürlich gerne runterladen und dann auch einbinden. So, wenn der ganze Spaß hier durchgelaufen ist, machen wir mal hier einen Exit, gehen hier aus unserer Konsole heraus. Ich hoffe, dass jetzt hier, ah jawohl, die Footprints sind auch fertig, also ein Exit. Ja, es gibt noch angehaltene Prozesse. Gut, dann lassen wir das mal noch im Hintergrund laufen. Auch nicht wichtig, ich schließe hier mal unseren Browser. So, wir starten KiCad. Wie bindet man das jetzt also alles ein? Dazu gehen wir mal hier in die Einstellungen und wir gehen hier auf Verwalten von Bauteilbibliotheken. Und damit man es jetzt etwas besser sieht, füge ich die hier nicht unter den Reiter globale Bibliotheken ein. Wäre aber genau der gleiche Ablauf. Ich zeige es mal hier auf diesen projektspezifischen. Und wir können jetzt hier den Ordnerpfad öffnen, mit dem Symbol Ordnerpfad öffnen, gehen in KiCad, KiCad Clone, Symbols. Und hier liegen jetzt alle unsere Symbolbibliotheken. Und wir machen jetzt, entweder kann ich jetzt hier eine einzelne Bibliothek öffnen, oder man geht einfach hier rein, macht ein Steuerung A. Diese drei Ordner, Obsolet, Legacy und Mega Modules brauchen wir nicht. Wir brauchen hier unten nur die Lips. Damit sind die alle markiert und wir gehen hier auf Öffnen und schwuppdiwupp sind sie alle schon eingebunden. Damit wären jetzt alle Symbolbibliotheken hier in den
in diesen projektspezifischen Einstellungen vorhanden und ich könnte sie mir auch jetzt im Projekt dann als Symbole hier im Schaltplan einfügen mit der Taste A. Wäre das jetzt alles hier geladen und ich hätte dann meine ganzen Symbole, die ich hier heruntergeladen habe, die sind jetzt hier im Prinzip alle mit drin, inklusive auch der eigenen privaten, wie man hier unten schön sieht. Ja, das ist dann soweit die Variante 3. Das gleiche geht auch mit den Footprints. Auch hier kann ich auf die Footprint-Dateien gehen. Auch hier zeige ich es wieder projektspezifisch. Ich schmeiße das hier mal raus, gehe hier auf Ordner öffnen, in den Ordner KiCad Klon und KiCad Footprints. Und ich kann jetzt hier meine Bibliotheken auswählen, die ich also benötige. Entweder mit dem Shift gedrückt halten, dann kann ich hier alle auswählen, oder ich nehme nur eine einzelne, oder mit Steuerung kann ich jetzt hier mal zwei, drei verschiedene auswählen, mit OK einbinden und schon stehen sie im KiCad für die Footprints zur Verfügung und ich kann die jetzt hier in meinen Projekten verwenden. Ja, die Details auch, wie gesagt, in vorhergehenden Videos schon angesprochen. Einfach nochmal durchschauen und dann sollte das kein Problem mehr sein. So, jetzt schaue ich mal, ob der hier diesen Prozess jetzt endlich beendet hat. Jawohl. So, damit ist die ganze Sache beendet. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.